Liebe Kinder und Jugendliche, alles Gute zum Kindertag. Am heutigen 1. Juni reden viele Parteien über verschiedene Rechte von Kindern. Uns soll es dabei heute um zwei besondere Teilhaberechte gehen. Im ersten Teil wird euch Manuel was über das Wahlrecht erzählen, das im Bund und in einigen Ländern und Kommunen erst ab 18 möglich ist. Im zweiten Teil werden wir eher über die praktische Anwendung sprechen. Zum einen über die Bürgerbeteiligungssatzung in Dresden, die auch für Jugendliche nutzbar ist. Und danach geht es noch um ein potenzielles Jugendparlament für Dresden. Sprechen wir also über das höchste, über das heiligste Recht in der Demokratie, die Wahl. Für viele auch gleichzeitig die höchste Pflicht. Allerdings, bist du jugendlich und lebst in Sachsen, dann wird es für dich schwierig, denn sowohl kommunal als auch auf Landesebene, auf Bundesebene und auf Europaebene kannst du erst mit 18 Jahren an die Wahlurne treten. Vorher ist eine politische Partizipation durch Wählen schlichtweg nicht möglich. Deswegen fordern wir Piraten, nicht nur für Sachsen, sondern insgesamt eine Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre. Denn wir sind der Meinung, Politikverdrossenheit entspringt auch aus dem Mangel an Partizipation. Warum sollte ich mich für Politik interessieren, wenn ich überhaupt nicht gehört werden kann, wenn mich niemand hören will? Und jetzt im Anschluss möchte ich gern mit vier Ausreden aufräumen, die uns immer wieder entgegengeschleudert werden, wenn wir ein niedrigeres Wahlalter fordern. Das erste Argument gegen eine Absenkung des Wahlalters lautet: Das sind so wenige, das ist keine ausschlaggebende Menge. Für so einen kleinen Anteil müssen wir doch keine neuen Regeln machen. Gut, kann man denken. Wenn man sich allerdings die Zahlen mal anschaut, und wir nehmen jetzt mal vom Statistischen Bundesamt 2019, dann würden Wahlberechtigte von 14 bis 17 einen Stimmenanteil von 4,19% aller Wählenden ausmachen. Und das ist durchaus kein so kleiner Teil mehr, als dass wir ihn vernachlässigen sollten. Und genau das tun wir. Und nur, weil wir uns der Diskussion überhaupt verweigern. Wenn wir im kleineren Rahmen uns Sachsen ansehen, dann machen die 14- bis 17-Jährigen immer noch 3,5% aller Wahlberechtigten aus. Es ist also immerhin ein Teil von 3-4% der Stimmen, die wir einfach hinten unterfallen lassen, und zwar ganz bewusst. Kommen wir zur Ausrede Nummer 2, und das ist vermutlich die, die ihr am häufigsten hören werdet. Es braucht zum Wählen eine gewisse Reife, und die haben 14-Jährige noch nicht. Oder 15-Jährige. Oder 16-Jährige, 17, auf jeden Fall erst mit 18 hat man dann magischerweise die Reife erreicht, die es braucht, um zu wählen. Okay. Schauen wir uns mal andere Altersgrenzen an, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland so setzen. Mit 13 Jahren zum Beispiel darfst du mit Erlaubnis der Eltern einem Nebenjob nachgehen. Mit 14 Jahren wirst du strafmündig. Mit 15 Jahren kannst du dann in die Ausbildung oder ins Berufsleben starten und du kannst einen Mopedführerschein machen. Warum können diese Jugendlichen oder diese Kinder, je nachdem, wo man die Grenze setzt, sich bereits ins Berufsleben stürzen? Aber sie dürfen nicht politisch partizipieren. Da ist meines Erachtens ein Ungleichgewicht. Vorwurf Nummer 3. Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig gegenüber Populismus. Sie wählen die Radikalen und die Extremen und sind für die ein leichtes Opfer und machen dann dort ihr Kreuz. Ist das wirklich so? Sitzen in unserem Parlament dann plötzlich Radikale und Extremisten, nur weil sie auf dummen Fang gegangen sind? Nein! Schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse der U18-Bundestagswahl aus dem Jahr 2021 an. So würde das Parlament aussehen, wenn nur die unter 18-Jährigen gewählt hätten. Da ist jetzt keine große Überraschung. Der einzige Ausreißer ist die Tierschutzpartei, die es hier über die 5%-Hürde geschafft hat. Ansonsten sind genau die gleichen Parteien vertreten und, mal ganz unter uns gesprochen, von den Populisten deutlich weniger als bei der Erwachsenenwahl. Außerdem wachsen Kinder und Jugendliche, die jetzt genau in diesem Alter von Kindern und Jugendlichen sind, von Anfang an in das digitale Zeitalter hinein. Das heißt, Medienkompetenz erarbeiten sie sich von Anfang an, einfach weil sie von Beginn an mit den Medien leben müssen. Die Kids leben mit TikTok und mit Twitter und mit Instagram.
Und Sie wissen vielleicht auch, wie ich das zu bewerten habe und wie ich das zu bewerten habe. Und es ist auch ein essentieller Auftrag für uns Erwachsene, dass sie genau das können sollen. Also anstatt zu sagen, die Populisten gehen bei den Kindern auf dummen Fang, sollten wir daran arbeiten, um genau das zu verhindern. Und unter uns gesprochen, wenn wir dabei sind, können wir auch gleich bei den Boomern weitermachen. Kommen wir zum vierten Argument, was uns sehr häufig begegnet, wenn wir eine Absenkung des Wahlalters fordern. Ihr, also ihr Piraten, ihr fordert das doch nur, weil es euch nützt. Nein. Erstens, das war unser Stimmenergebnis bei der U18-Bundestagswahl 2021. Das hätte uns jetzt auch nicht auf magische Weise ins Parlament gehoben. Die Aussage, dass wir Piraten davon massiv profitieren würden, die stimmt einfach nicht. Zweitens, es geht auch nicht darum, ob wir profitieren oder ob andere kleine Parteien profitieren. Es geht darum, dass die Jugendlichen profitieren. Es geht darum, dass sie sich einbringen. Wählen ist für uns Piraten eines der zentralen Rechte, die wir in einer Demokratie haben. Und wir schließen in der Bundesrepublik Deutschland so viele Menschen von diesem Recht aus, weil wir hier einen Punkt gesetzt haben bei 18 Jahren. Denn den haben wir dort, der ist halt da, das haben wir schon immer so gemacht. Und die Diskussion darum, ob das richtig ist, die wollen wir anstoßen und die muss angestoßen werden. Ob Wahlalter 14 die ultimative Lösung ist, das ist die Frage. Auch das wissen wir nicht. Es ist eine Forderung, mit der wir in die Diskussion eintreten wollen. Es gibt noch ganz andere Modelle. Es gibt Menschen, die fordern zum Beispiel ein Elternwahlrecht. Hast du Kinder, sollten deine Stimmen dann mehr zählen. Auch das ist eine Lösung. Wichtig ist, dass wir in den Dialog eintreten. Wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Kinder und Jugendliche in der Demokratie besser repräsentieren? Wie können wir sie überhaupt in den demokratischen Prozess holen? Und das wollen wir erreichen. Kommen wir nun zur Bürgerbeteiligungssatzung, dem Herzstück der Demokratie hier vor Ort in Dresden. Es können nämlich auch Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren Unterschriften sammeln, um verschiedene Formate ins Leben zu rufen. Schon ab 600 Unterschriften dresdenweit ist es möglich, eine Informationsversammlung einzuberufen. Da müssen dann auch Personen aus der Verwaltung und aus der Stadt einem Rede und Antwort stehen. Als zweites ist es möglich, ein Jugendforum ins Leben zu rufen. Und das schon ab 1200 Unterschriften in ganz Dresden. Das muss bestenfalls in einem Votum münden. Also da kann man tatsächlich entscheiden, wie soll es in eine gewisse Richtung gehen, was dann auch sehr viel Druck auf den Stadtrat ausübt. Als drittes ist es noch möglich, ein Jugendwerkstattverfahren ins Leben zu rufen. Das geht ab 1800 Unterschriften und ermöglicht, sich zu einem Thema zusammenzusetzen und Lösungen zu erarbeiten. Es ist sehr wichtig, sich so einzubringen, denn dieses Mittel ist bisher noch nicht einmal im jugendlichen Kontext genutzt worden. Wenn ihr also Hilfe oder Unterstützung braucht, das mal durchzuziehen und da die Unterschriften zu sammeln, kommt gerne auf uns zu. Während wir die BürgerInnenbeteiligungssatzung in Dresden schon haben, brauchen wir auch ganz dringend noch was anderes. Ein Jugendparlament. Wir sollten uns dabei ein Beispiel an Leipzig nehmen, denn dort hat das Jugendparlament tatsächlich ein Initiativrecht im Stadtrat. Auf der einen Seite können Jugendliche schon wählen und auf der anderen Seite sind einige Jugendliche schon in einem Gremium vertreten, wo sie die Prozesse einüben können und tatsächlich Gehör finden. Am Ende ist es aber wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass so ein Parlament nicht zu einem zahnlosen Tiger verkommt. Die Initiative Jugendparlament setzt sich bereits jetzt schon in Dresden dafür ein und wir stehen hinter Ihnen. Darum nochmal einen fröhlichen Kindertag euch allen und wenn du kein Kind mehr bist, hier in Dresden lebst und dir die Themen, die wir hier besprochen haben, wichtig sind, dann hast du die Möglichkeit, einen Oberbürgermeister zu wählen, dem die Themen genauso wichtig sind wie dir. Deine Stimme für Martin Schulte-Wissermann von den Piraten.